Hallo zusammen, mein Name ist Dominik und ich bin Physiotherapeut bei Inicio Fitness. Ich möchte euch heute gerne einen kleinen Einblick in das Trainingsprogramm geben, mit dem ich mich hier zu Hause fit halte. Wir starten gleich mit der ersten Übung. Dafür dürft ihr in den Vierfüßlerstand gehen. Achtet darauf, dass eure Handgelenke unterhalb von der Schulter ist, dass die Knie unterhalb von den Hüften sind, die Zehenspitzen hinten aufgestellt und dann heben wir die Knie leicht vom Boden ab und halten das. Achtet während ihr oben seid darauf, dass euer Rücken, vor allem der untere Rücken, nicht einknickt, sondern dass ihr die Stabilität und die Spannung aufrecht haltet. Noch 5 Sekunden. Und langsam ablassen. Das ist die leichte Variante von der Übung. Es gibt noch eine dynamische, schwierigere Variante, die zeige ich euch auch gleich noch. Die Ausgangsstellung ist die gleiche. Ihr geht auch wieder hinten auf die Zehenspitzen, hebt die Knie leicht ab und versucht dann diagonal leicht nach vorne zu gehen, wieder zurückzusetzen. Und langsam ablassen. Das macht ihr vor allem möglichst mit neutralem und stabilem Rumpf, dass die Bewegung wirklich nur in den Armen und in den Beinen stattfindet. Wir stehen für die nächste Übung auf, stellen uns hüftbreit hin, verschränken die Arme vor der Brust, beugen die Knie ganz leicht und gehen dann mit dem Oberkörper langsam nach vorne. Das macht ihr so weit, bis ihr hier auf der Rückseite von den Oberschenkeln eine Dehnung spürt. Das ist die Endposition, dann richtet ihr euch wieder auf, beugt die Knie leicht, geht langsam in die Bewegung rein. Ganz wichtig hierbei, versucht den Rücken aktiv zu lassen. Also wenn ich jetzt hier meine Spannung verliere, denke ich so, das wollen wir nicht. Schulterblätter hinten zusammen, den Rücken aktiv anspannen und wieder hochgehen. Knie beugen, langsam vorne runter. Dehnung auf der Rückseite von den Oberschenkeln, das ist die Endposition. Und ich gehe wieder hoch. Eine sehr gute Übung für den unteren Rücken. Es gibt auch hier noch eine schwierigere Variante. Wenn ihr was zu Hause habt, Kurzhanteln, irgendwelche Gewichte, irgendwas, was ihr in die Hand nehmen könnt, könnt ihr das machen. Ich nehme jetzt hier mal als Beispiel die Kettlebell. Ihr steht auch wieder hüftbreit hin, die Schultern sind hinten, Knie leicht gebeugt, ihr geht langsam nach unten, Dehnung auf der Rückseite von den Oberschenkeln ist spürbar und ich gehe wieder hoch. Langsam ablassen. Und hoch. Macht das Ganze natürlich deutlich schwieriger, weil ihr das Gegengewicht vorne habt. Und aufrichten. Okay. Die nächste Übung, die klassische Liegestütz. Brauche ich wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Die Standardvariante kennt ihr alle. Liegestützen zählen erst, wenn ihr mit der Nase den Boden berührt, also schön tief runtergehen. Die etwas leichtere Variante wäre hier, dass ihr nur auf den Knien seid. Ihr könnt die Füße hinten verschränken oder offen lassen, so wie es euch sich besser anfühlt. Auch hier wieder mit der Nasenspitze nach unten. Ablassen und hoch. Ablassen und hoch. Eine Variante, die ich noch sehr gerne mache, ist die breite Form. Geht breit mit den Händen und noch breit mit den Füßen. Lasst euch ab und drückt euch hoch. Okay. Das war's auch schon. Folgt uns weiterhin auf Google+, YouTube. Bleibt gesund und vor allem fit und bis bald. Tschüss!